Auf diesem Bauernhof in den Niederlanden sollen ein Mann und 6 nun erwachsene Kinder 9 Jahre lang isoliert in einem Keller gelebt haben. Angeblich hätten sie auf den Weltuntergang gewartet. Das bestätigt die niederländische Polizei. Der Wirt einer Kneipe hatte die Beamten alarmiert, nachdem sich ein verwirrter junger Mann bei ihm gemeldet hatte. Bei ihm handele es sich um den ältesten Sohn der Familie. Der 25-Jährige habe berichtet, dass er von zu Hause weggelaufen sei. Über die genauen Lebensumstände und den Gesundheitszustand der Familie wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Der 58-jährige Vater sei festgenommen worden, weil er nicht an der Untersuchung mitgearbeitet habe.